genommen haben, bis 2030 alle zu chippen. Trotzdem kann der Herr immer noch dieses nach außen schieben, damit der Zeitpunkt nicht durch Satan oder durch Satanisten ausgerechnet werden kann. Ja. Also wie gesagt, ich kenne keiner, nur Gott. Nein, ich habe ja keinen Tag genannt oder auch kein Datum genannt, sondern ich habe einfach vom logischen Verstand her so gedacht, weil wenn das satanische System bis 2030 die ganze Menschheit knechten will, so, dann muss die Entrückung vorher passieren, vom logischen Verstand her. Ja? Wie du schon richtig gesagt hast, Reza, ne? Wir sind wirklich sehr nah dran, da bin ich auch fest davon überzeugt. Ja? Bargeld wird abgeschafft, das hat es noch nie gegeben. Die WHO wird die Macht übernehmen jetzt hier ab Mai 2024. Ja? Das hat alles noch nie gegeben. 194 Staaten weltweit von 197 haben dieser WHO den Pandemievertrag zugestimmt. Ja? Das sind alles Ereignisse, die hat es vorher noch nie gegeben. Ja? Denn dann wird auch diese Ein-Welt-Religion, in Saudi-Arabien steht, glaube ich, ein Gebäude, ja, das ist jetzt für die multikulturelle Religion, also für die Ein-Welt-Religion gedacht. Ja, also alles ist in Vorbereitung, auch der dritte Tempel, die ganzen Utensilien dafür und Priesterdienst und alles wird schon geübt. Also wir stehen ganz kurz davor, wir sind in einer Prophezei, also in einer prophetischen Zeit sind wir und das spielt sich alles direkt vor unseren Augen ab. Da wird sich hauptsächlich die Apokalypse konzentrieren, vor allen Dingen Kapitel 13, ja, mit der Diktatur, wird eine Strafe Gottes sein für die ehemaligen christlichen Länder, die Passchristen sind und abgefallen sind vom Glauben und dementsprechend auch hier ein Reich entstanden ist, voller Sünder, die von morgens bis abends in Sünde leben und auch noch die Sünde frech verteidigen. Und deswegen wird sich die Apokalypse konzentrieren, hauptsächlich auf die westlichen Länder, ehemalige römisches Reich. Das heißt also USA, Europa, Australien, das dehnt sich in diesem Bereich aus. Ne? Überall, wo die Macht des ehemaligen römischen Reiches war. Also ich sehe das so, dass wenn jetzt hier die Endzeit, also wir sind ja in der Endzeit, aber ich meine jetzt, wenn wir zum Beispiel die Gemeinde, die Kirche Christi, also von unserem Herrn Jesus Christus entrückt werden. Das ist der Startschuss für die Entrückung, also für die Drangsal. Ja? Meine Meinung ist, wenn Sie sagen, Frieden und Sicherheit, ne, dann wird Sie das große Verderben überkommen, wo es keinen drin mehr gibt. Das wird der Startschuss für die Drangsal sein. Ja, dann kommt Daniel 9, Vers 12. Daniel 9, Vers 12, dann wird der Antichrist mit Europa, mit diesem europäischen Diktator, wie du gerade richtig gesagt hast, mit Israel einen Friedensvertrag unterzeichnen. Genau. Und den wird er in der Mitte brechen. Ganz genau so sieht es aus. Ja. Die Erkenntnis habe ich auch. Ja, genau. Und deswegen wird es auch für die Leute, die meinen hier, dass das hier noch ewig so weitergeht mit dem Wohlstand und so weiter, das wird, wie das Wort, wie du schon sagtest, 1. Thessalonicher 5, das Verderben wird sie auf einmal packen. Und die können nicht mehr entfliehen, 1. Thessalonicher 5. Und Frieden und Sicherheit ist genau das, das sind diese zwei Wörter, die sehr speziell immer wieder in der Politik herausposaunt werden. Frieden und Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Das heißt also, die Entrückung muss sehr, sehr nahe sein. Weil das Verderben sich plötzlich erreicht, packt, über sie kommt. Ja. Schau mal, ich habe bei Amir, bei deinem Bruder, habe ich ein Video gesehen mit der Einwanderung. Ne? Und der hat einen Kommentar, hat das richtig super gut erklärt, dass die Massen, also diese Einwanderung von den Immigranten, das ist alles eine geplante Sache von der Obrigkeit, nenne ich die mal. Ne? Ja, das ist das trojanische Pferd. Ja? Und ich bin der Meinung, sage ich ganz ehrlich, dass das keine normalen Flüchtlinge sind. Man sieht das, jeder dumme Mensch kann das sehen, dass das alles junge Männer sind. Ja? Keine Frauen oder kaum Frauen, kaum Kinder oder so gut wie gar nicht. Das sind alles gestandene Männer so gesehen, junge gestandene Männer. Und ich habe ein Video gesehen, dass das Soldaten sein sollen, die sogar mit Waffen hier hinkommen und die werden sogar an der Grenze durchgelassen und hier und da. Also man sieht förmlich so, wie das ist ja wie ein Schach, wie so ein Schachspiel, dass die Figuren in Stellung gebracht werden bis zum Schachmatt. Ja? Und die Regierung, die hilft mit dabei. Also die stehen als König oder als Dame da. Ich sage sogar als Dame da. Ja? Und, genau.
Ja, genau. Die Regierungen sind ja in den Händen des Satans. Und die führen ja seine Befehle aus. Das heißt, dass sie wollen, dass das hier so demnächst zusammenbricht, auch mit dem Wirtschaftszusammenbruch bzw. die Finanzcrash. Und dann braucht man eben junge, gesunde Männer, die reinschlagen können, wenn es soweit ist. Deswegen importieren die jetzt so die schnell wie möglich. Töten. Ja, genau. Ja, genau. Mit den Deutschen kannst du ja genau. Gesetze erlassen, ne? Durch irgendwelche Raumstätten. Die machen das ja nicht. Die Einzigen, die das machen, sind ja die aus den Kriegsgebieten kommen. Ja, schau mal, Armin, ne? Der Kommentar, den du geschrieben hast in dem Video, ne, das ist vollkommen richtig. Ne? Die wollen mit dieser Immigration Unruhe stiften hier, damit die aus dem Chaos, ne, wovor auch die Illuminaten stehen, Chaos. Oder Chaos. Ja, genau, richtig. Ja, Amen. Ja. Und dadurch wollen die dieses Ein-Welt-System hier durchführen, ganz genau, ja. Order of Chaos, genau, das ist das freimaurerische System. Die schaffen immer, das ist hegelische Dialektik, ja, These, Antithese, Synthese. So gehen die immer vor in der Politik und in der Wirtschaft. Ja. Die schaffen eine Krise, eine Gegenbewegung und dann am Ende gehen sie als Sieger vor, weil sie die Lösung anbieten. Aber dabei haben sie selber der Brandstifter waren. Ja, genau. Sie gehen immer teilen und herrschen. Ne? So teilen die Gesellschaft auf und dann herrschen die über das geteilte Volk. So behalten die immer die Macht über das Volk, über dieses Prinzip. Und dieses Ordo ab Chaos wird demnächst zu voller Entfaltung gebracht werden, wenn die Wirtschaft, also wenn der Finanzcrash kommt und eben die Leute Panik kriegen und dann geht es um das Eingemachte. Jeder gegen jeden, also jeder will überleben und wird bereit sein, Dinge zu tun, wo er nie hätte sich das in seinem Albtraum vorstellen können, dass jetzt zu sowas imstande ist. Aber das ist in den Menschen drin. Das liegt brach, dieses Töten und Überleben und so weiter. Das liegt in den Menschen nur brach. Ja. Es braucht nur ein Ventil. Ja, es braucht nur ein Ventil, bis dieses primitive Instinkt des Überlebens auf einmal zu Vorschein kommt. Laut Bibel haben wir die Kunst des Krieges durch die Nephilim gelernt. Ja? Also die Engel, die sich mit den Menschentöchtern gepaart haben, die waren das sind ja auch irgendwo Dämonen, glaube ich, habe ich das so verstanden. Also die toten Nephilim sind auch Dämonen und die haben den Menschen die Kunst des Krieges beigebracht auch, ne? Ja, wobei, das kann man so nicht sagen, weil die Sünde hat sich ja verselbstständigt, schon alleine durch den ersten Brudermord. Ja, da sieht man eben, dass da schon das Böse, jemanden zu töten mit einer Waffe, schon in den Menschen drin war, schon als Folge der Erbsünde bei Kain und Abel. Und das hat sich natürlich immer wieder weiter multipliziert und dass es dann vom Kleinen zum Großen sich entwickelt hat. Ne? Aber klar, der Satan tut noch Öl rein, gießen. Ja, kitzelt so diese primitiven Instinkte bzw. diese Sünden im Menschen, kitzelt er hervor, damit halt der Mensch sich gegenseitig wehtut. Ja. Hast du die Freimaurerbibel mal gelesen oder gesehen? Die haben eine eigene Bibel, die Freimaurer. Ich habe die mal gesehen, aber ich habe die noch nicht gelesen. Nein. Da steht da drin, irgendwie, dass wie heißt der nochmal? Ach, du meinst Albert Pike? Nein, ich rede von der Freimaurerbibel. Die haben eine Freimaurerbibel. Die haben eine eigene Bibel. Und ich glaube, das war, glaube ich, König Salomon, dass er der erste Freimaurer gewesen sein soll. Ja, König Salomon und Hiram Abiv, der Tempelbauer, spielen da in der Freimaurer eine große Rolle. Ja, genau. Weil und das der Satan eben alles kopiert. Die den dritten Tempel bauen werden. Ja, natürlich, klar. Absolut, der dritte Tempel wird gebaut, der wird zwar akzeptiert vom Herrn, aber der ist zunächst erstmal für den Antichristen gedacht. Ja. Wenn der Herr Jesus zurückkommt und den Antichristen beseitigt, wird er den Tempel reinigen und dann wird der Tempel auch im tausendjährigen Frieden sein. Guck mal, ne? Der dritte Tempel muss ja da gebaut werden, jetzt, wo die Al-Aqsa-Moschee steht. Versteht das richtig? Ja, genau, auf dem Tempelberg.
genau. Der ganze Bereich wird weggemacht werden. Hast du dazu eine Auslegung, wie das passieren soll, dass die Al-Aqsa-Moschee also Platz macht, sage ich mal, und dass dann der dritte Tempel gebaut wird? Hast du da eine Theorie zu? Ist das überhaupt ein Gebäude, also der dritte Tempel kann auch genauso gut auch meiner Meinung nach auch eine Hütte sein, also so ein wie heißt das nochmal? Also so ein Zelt, also so ein, wie heißt das nochmal? Was meinst du? Nein. Ach, du meinst, dass die Stiftshütte? Stiftshütte, genau, richtig, genau, ja. Nein, das wird nicht die Stiftshütte sein. Der Tempel wird gigantisch sein, weil Hesekiel 40 beschreibt uns die Größe dieses Tempels. Und das wird wieder gigantisch sein. Das wird nicht so ein kleines Ding sein. Das heißt, dementsprechend müssen diese islamischen Heiligtümer weichen. Und das wird eben die muslimischen Leute dazu bringen, sich zusammenzutun. Der ganze islamische Nationen werden sich zusammentun und Israel angreifen. Das ist der Beginn der zweiten Hälfte der Jahrwoche Daniels nach Daniel 9. Das ist der Beginn der großen Drangsal. Amen. Davon steht auch, Jesus in Matthäus 24. Dass Jerusalem 3,5 Jahre zertreten wird von den Heidenvölkern. Und die Heidenvölker sind auch meiner Meinung nach die Muslime. Also irgendwas wird auf dem Tempelberg noch passieren. Nur meine Frage ist jetzt, was hast du für eine Auslegung dafür, dass der Tempelberg weg, also die Al-Aqsa-Moschee weg ist, und was passiert da meinem danach, dass da Platz ist? Ja, und dann wird der Tempel gebaut, und das sind ja alles Heiligtümer für die islamische Welt. Und wenn du das zerstörst, dann tun sie sich zusammen und greifen dich an. Und das wird auch kommen. Und das ist dann der Assyrer. Ja, der Assyrer, das assyrische Weltreich war ja jetzt von Israel aus gesehen, jetzt die gesamte islamische Bereich, die ganzen islamischen Länder, ja. Oben von Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, das ist alles der Assyrer. Und die werden sich zusammentun und Israel angreifen. Und was meinst du, wie die Al-Aqsa-Moschee verschwindet? Was denkst du? Gibt es da irgendwelche, was denkst du? Also, ich sag mal, jüdische. Ja, das wird weggetan werden, um den Tempel zu bauen, werden diese ganzen islamischen Heiligtümer weggetan werden. Aber wie? Wie? Ja, kaputt gemacht. Das wird der Tempel gebaut. Von irgendwelchen jüdischen Sekten, oder was meinst du? Von Israel. Israel wird wieder Gottesstaat unter dem Antichristen. Ja, aber der Tempel muss vorher gebaut sein. Als König. Doch, der wird vorher gebaut, und der Antichrist wird sich dann in den Tempel setzen und sich als Gott ausgeben. Ja, das weiß ich das ja. Das ist aber der Messias der Juden. Ich meine jetzt, ich weiß, aber ich meine jetzt, wie verschwindet die Al-Aqsa-Moschee? Mit einer Bombe reinfliegen, oder gibt es irgendwelche Zionisten, die das? Das wird dann weg, kaputt gemacht. Das wird ganz normal, wie beim normalen Hausbau, wenn alles erstmal platt gemacht wird, alles weggetragen wird, und dann wird dann etwas Neues drauf gemacht. Also meinst du, Israel wird sein Hausrecht Gebrauch machen, ja? Ja, sicher. Es wird so eine. Israel wird eine Gottesstaat werden unter der Führung des Antichristen. Der Antichrist wird der König und Messias in Israel sein. Die Masse der Juden. Zwei Drittel der Juden werden ja den Antichristen ja als ihren Gott akzeptieren. Ja. Ja, und das ist dieselbe Beschreibung wie der Mahdi, ne? Wie der was? Das ist dieselbe Beschreibung. Also der Antichrist und der falsche Messias bei den Juden ist der Mahdi bei den Muslimen. Ja, gut, wobei Mahdi ist jetzt. Sowas gibt es nicht wie Mahdi. Der wird nicht kommen. Also es wird der ganze Kampf, das ist also, wie ich sagen, das ist eine Fantasiegestalt. Sowas wird es nicht geben. Aber trotzdem, der Antichrist. Der Mahdi ist so wie der Antichrist bei uns, ne? Die wird dargestellt. Ja, gibt es gewisse Züge, aber das wird nicht sein, weil es wird kein Mahdi kommen. Das Ganze konzentriert sich nur auf den Antichristen. Als der König der Welt, und die Leute, er wird die ganze Welt verführen. Er wird also ein unglaublicher, charismatischer Mensch sein, der die Massen einfach so fangen kann. Und der wird auch Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Also er wird auch von Gott, also durch den Satan seine Macht bekommen, auch Wunder zu tun, unglaubliche Wunder zu tun. Und so werden die Massen eben reihenweise verführt werden. Und deswegen kommen die unter Gericht Gottes, die Menschen. Weil sie es gibt da verschiedene Theorien dazu.
dass Donald Trump der Antichrist ist oder Jared Kushner der Antichrist nein, ist. Nein. Sehe ich auch so. Sehe keiner ich auch weiß, so, wer der Antichrist ist. Ja, keiner ja. weiß, der Antichrist ist. Ja. Das heißt, wenn die Gemeinde der gebrüht wird, ist der dann... Der gewissen Wege kommen. Der muss, genau. Und meiner Meinung nach kommt der... Und das ist auch der... Der Stamm, der in Offenbarung Kapitel 7 nicht gezählt wird. Ja, die 12 Stämme Dan, Israels, ne? Und dann fehlt der Stamm Dan. Dan, ne? Ja. Ja, genau. Und meiner Meinung nach müsste der Antichrist dementsprechend aus dem Stamm Dan kommen. Das heißt, er wird ein Jude sein und die Juden werden ihn dann akzeptieren. Ja, ja. Die Juden warten ja sehnsüchtig noch auf ihren Messias. Sie haben den Messias. Genau, die warten ja auf ihren Messias. Da gibt das gar keinen Sinn. Der muss ein Jude sein, ne? Aus der jüdischen Stamm. Ja klar, die werden penibel darauf achten, dass das ein Jude ist. Ne? Und jetzt haben wir ja so einen, wieder so einen kleinen Antichristen in Israel, wo der wieder viele verführt hat. Ja, habt ihr mitbekommen letzte Zeit? Ja, der kann die Tora auswendig und was weiß ich, was er für Fähigkeiten hat. Ja, das ist schon wieder so ein kleiner Vorläufer. Ja. Das heißt, das Ding steht vor der Tür. Und die Masse des jüdischen Volkes wird leider draufgehen. Zwei Drittel werden umkommen. Das Gericht Gottes wird über sie kommen, in Sacharja 13, Vers 8. Und der letzte Drittel wird übrig bleiben in Israel. Und der letzte Drittel wird sich nach Jesaja 10 zu ihrem starken Gott El Gibor aus Jesaja 9, 5 bekehren. Genau. Und der letzte Drittel wird sich bekehren. Und dann kommt der Herr Jesus runter und rettet sie aus den Fängen der islamischen Angreifer. Nach Sacharja 14, wenn der Herr Jesus kommt, da werden die Muslime noch, während die noch stehen, in sich verfaulen. Während sie laufen und versuchen noch Krieg zu führen und die verfaulen innerhalb von Sekunden in sich zusammen, sagt Sacharja 14, wenn der Herr Jesus zurückkommt, um diesen Angriff zu zerstören. Ihre Augen werden in ihren Augenhöhlen sozusagen verfallen, in sich zusammengehen. Und dann will ich mal sehen, ob da noch jemand mit Schwert und so weiter Angriff macht. Das wird auch ein was denkt ihr über die WHO? Riesenkino werden. Ja, die WHO ist auch wieder ein Fangarm des Teufels halt, ne, auf der Gesundheit medizinischer Basis, aber sie hat sehr viel Macht. Ja, du musst das dir mal Ganze vorstellen, wird sich aber in Europa. Warte ganz kurz, ihr müsst euch mal vorstellen, der Jesus Christus kam ja in das Seine als Lamm Gottes. Und er hat sich ja von seiner Schöpfung halt geiseln, schlagen, das alles. Ne? Beim zweiten Ton des Herrn Jesus Christus, dann geht es richtig ab. Dann werde ich dir mit Jesus in seiner vollen Kraft. Genau, da kommt er als Richter der Welt, vor. Als König. Ja, sind und dann will ich mal sehen, die Leute, die da. Die kommende Einweltregierung wird. Die WHO wird da mit. Nein. Die WHO wird auch mitspielen. Das sind einfach verschiedene Institutionen, die eben das ganze Beast-System stützen und führen. Das Ganze in Europa wird zentralisiert aus Brüssel gestartet. Gesteuert so jetzt schon. Ja, also Belgien, Brüssel regiert ja schon fast über Europa. Und Belgien bzw. Brüssel wird auch eine Riesenrolle spielen. Aber es kommt zu einer Anbetung, bitte? Wie kommst du auf Belgien? Ja, weil die Europäische Union wird ja von Brüssel aus gesteuert. Das heißt, die nationalen Gesetze werden ja ausgehebelt und die werden durch die Gesetze aus Brüssel ersetzt. Das heißt also, das wird zentralisiert sein und der Diktator aus dem kommenden auferstandenen Römischen Reiches nach Offenbarung Kapitel 13, das Tier aus dem Meer, wird dann sich auf diesem System setzen und das Ganze führen. Aber schau mal, ne? Die EU, ne, hat doch ihren Hauptsitz in Straßburg und das Gebäude sieht genauso aus wie der Turm von Babel. Ja, genau. Ja. Ja. Also das und sind verschiedene Zentren. Ja, ich denke aber, dass die WHO, weil das ja EU auch ist, dass die, weil die ja komplett die europäische Macht übernehmen, dass die auch dann
Brüssel übernehmen, also Straßburg übernehmen werden, meine ich. Die werden wahrscheinlich dann zusammengetan werden, alles zusammen, und das wird zentralisiert von dem Diktator aus dem kommenden Römischen Reich nach Offenbarung Kapitel 13 regiert werden, diktatorisch. Er hat dann das Sagen. Das wird zusammengeführt werden, alles wird zusammengeführt unter seiner Herrschaft. Und dann kommt es auch zu Götzendienst. Das heißt, es wird Europa und so weiter zu einem Götzendienst gezwungen. Und wer da bei diesem Götzendienst nicht mitmachen will, den Gott der Festungen, genau, Gott der Festungen, wird angebetet. Das ist Jupiter, der höchste Gott der Römer. Jupiter. Und wer das nicht mitmachen will, wer da nicht anbeten will, der wird enthauptet werden. Weil das Mahlzeichen des Tieres ist zusammen mit diesem Anbetungssystem. Du meinst den Gräuel der Verwüstung? Zusammengesetzt. Ne? Der Gräuel der Verwüstung ist die Anbetung des Antichristen im Tempel. In Israel. Wovon ich jetzt rede, ist die Diktatur in Europa. Hier in Europa wird es auch zu einer Art Anbetung kommen von einem falschen Gott. Also Jupiter ist der Satan. Und zur Anbetung von Jupiter kommt. Das Römische Reich wird wieder auferstehen und der römische Hauptgott Jupiter wird wieder angebetet. Und wer das nicht anbeten will, der wird getötet werden. Das heißt also, die Muslime werden auch hier leider draufgehen. Die werden draufgehen. Ja. Also die den Starken spielen wollen unter den Muslimen, die werden dann um die Ecke gebracht. Und die anderen Muslime, die Angst haben um ihr Leben, die werden diesem System beimessen und das Mahlzeichen annehmen und dann anbeten. So einfach ist das. Entweder sterben oder leben und Götzen anbeten, den Satan anbeten. 666. Es wird keine Wahl gelassen. Tod oder Anbetung des Satans, Jupiter. Was bauen dort? Aber der Gräuel der Verwüstung ist doch ein Bild. Also der Gräuel der Verwüstung ist doch ein Bild, was sprechen kann. Ja, der Gräuel der Verwüstung ist der Antichrist, wenn er dieses Bild aufstellt, genau, und sich als Gott ausgibt und die Menschen, also die Masse in Israel wird das anbeten. Die werden das anbeten. Und das ist der Start. Das ist der Start von dem dritten Weltkrieg, der große Drangsal. Was der Jesus in Matthäus 24 benennt. Wenn ihr diese Gräuel der Verwüstung, wovon der Prophet Daniel spricht, sieht am heiligen Ort, das heißt der Tempel, dann beachte es, jeder fliehe, nehme nichts mehr mit. Und dann werden die ersten 144.000 aus Offenbarung 13 auch fliehen nach Moab und werden dann 3,5 Jahren da versorgt. Von den Arabern in Jordanien. Deine Verbindung war ganz, ganz schrecklich. Schon mal jemand anderes. Hörst du mich, Amir? Ich höre dich, ja. Aber als bei ihm war das so dieses komische, kein Empfang, so, richtig Empfang. Ja. Genau. Das ist die Abfolge der nächsten Ereignisse, was kommen wird. Und die Muslime, die hier einwandern, die denken natürlich... Ja, danke. Die Muslime, die hier auch hier einwandern, die denken, die kommen hier hin und können dann in Saus und Braus leben und Europa islamisieren. Dabei wissen die nicht, dass jemand anderes im Hintergrund für die was geplant hat, und zwar ihr. Das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, ihr wisst nicht, dass die nicht auf die Gedanken kommen, hier versuchen, das Ganze zu islamisieren. Weil da jemand ist, der etwas anderes mit euch vorhat. Das begreifen die. Ja, und die werden selber Opfer werden. Weil sie die Rechnung ohne den Herrn gemacht haben. So sieht's aus. Sie haben die Rechnung ohne den Herrn Jesus gemacht. Die haben gedacht, die können hier machen, was sie wollen, kommen hier hin und leben in Saus und Braus und können übernehmen. Aber dann hat jemand, der Herr hat dem Satan erlaubt, sie zu knechten. Inklusive die ganzen Europäer kommen ja auch noch dran. Das sind ja nicht nur die Muslime, sondern die Europäer kommen ja selber auch dran, alle. Ja. Es wird zu einer Diktatur kommen und alle, die sich hier nach Europa begeben haben, werden alle in eine ganz schreckliche Diktatur hineinkommen, nach Offenbarung Kapitel 13. Die eine Diktatur, die Menschheit noch nie gesehen hat vorher. So schrecklich wird es sein. Das Leben hat überhaupt keinen Wert mehr.
Du bist wie ein Sklave. Ein Roboter. Du musst mal bitte demnächst mal wieder so einen Vortrag darüber halten. Ne? Das nehmen wir dann auf, und also professionell. Und dass du das dann so den Leuten halt verzeihst. So viel ich denke, dass da alles so geschehen ist, verstehst du? Die Bibel wird sich erfüllen, denn die Bibel ist ja kein Vers. Wir haben es ja zu tun mit dem Allerhöchsten. Ja, sicher, klar. Und jetzt fangen die Muslime. Ich habe letztens, es nimmt jetzt schon verrückte Züge an. Ich habe letztens in TikTok eine Muslima gesehen mit Kopftuch, die diese 666 und so weiter den Leuten zeigt. Das musste die mal geben. Die macht Werbung für die biblischen Prophezeiungen. Und ist Muslima. Ja, mit 666. Ja. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Muss mal kurz, ja, das ist auch gut so. Immer schön Werbung machen für die Bibel. Ja, ihr Lieben, das ist echt. Die Muslime verstehen nicht, auf was sie sich da eingelassen haben, hier nach Europa zu kommen, weil die denken, hier kann man schön Europa einnehmen und dies und das und jenes. Nein, die sind für einen ganz anderen Zweck hier hingeholt worden. Ihr denkt doch nicht allen Ernstes, dass die Leute nicht genau wissen, was die Muslime so vorhaben mit Islamisierung und so. Nein, die sind sehr, sehr weit. Sehr weit, weit über unseren, was wir uns vorstellen können. Anje, Glückwunsch zum neuen Auto. Was? Glückwunsch zum neuen Auto. Ja, aber das muss ich bald wieder abgeben. Das ist voll das coole Auto hier, ey. Ich hatte eigentlich eine theologische Frage heute. Ja. Ich hatte gestern ein kleines Gespräch mit Islam verstanden. Islamisch verstanden. Ja, das wissen wir doch alle. Dieser Name ist ja schon unlogisch, weil wie soll er denn Islam verstanden haben, wenn er nicht mal Arabisch spricht? Eine Religion, wo du Arabisch lernen musst, um die Religion halbwegs zu verstehen. Und an der Bushaltestelle stehen musst zum Beten, damit du die Zeit nicht verpasst. Der arabische Bus. Ja, das ist too much camel urine. Das ist zu viel Kamelurin so wieder getrunken. Ja, aber es war ein sehr gutes Gespräch. Das war jetzt ohne Beleidigung, ohne Schreien, ganz normal. Gott sei Dank. Es ging um die Taufe. Um die Kindertaufe. Eine andere Frage. Jesus hat ja alle Sünden auf sich genommen. Und damit ja auch die Erbsünde, oder? Liege ich da falsch? Wenn du das für dich beanspruchst, dann hat er deine Sünden auf sich genommen. Aber wenn du den Herrn Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Heiland annimmst und ich glaube, dass er für dich am Kreuz getan hat, dann ist das ja vergebens. Dann wirst du mit deiner ganzen Schuld zur Hölle fahren. Ja, aber auch die Erbsünde mit, oder? Auch die ist genommen. Weil andere Christen sagen, man wird mit der Erbsünde geboren. Was nochmal? Ja, die sind uns. Wir haben die geerbt. Wir haben die geerbt. Diese Sünde, also die Sünde wird ja geerbt. Und natürlich, die Erbsünde ist ja programmiert in jedem Menschen. Und das wird dann weggenommen werden. Ne? In 1. Korinther Kapitel 15, wenn wir den Auferstehungsleib bekommen, wird das sowieso schon weggetan sein. Okay, danke schön. Ja, also die Erbsünde wird auch nicht mehr in uns sein. Schon bei der Entrückung wird die Erbsünde schon weg sein. Aber nur, wenn wir Jesus Christus annehmen und das hat jetzt nichts mit der Taufe zu tun. Es geht jetzt nur rein, dass ich persönlich Jesus Christus angenommen habe. Somit habe ich keine Erbsünde mehr. Ja, das Blut Jesu Christi reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Und du siehst, ab einem gewissen Alter fängst du ja an zu sündigen. Ne? Und ab dann bist du auch schuldig vor Gott. Und dann musst du natürlich, wenn du Glück hast, natürlich bist du in einer christlichen Familie, die auch noch wiedergeboren ist. Das ist ja dann natürlich das Allerbeste. Und die sich dann lehren, schon als kleines Kind, ne, was du zu tun hast. Hörst du mich? Jetzt, ja. Du warst kurz weg. Nee, dann hat sich ja meine Frage beantwortet. Ja, du siehst, dass der Herr Jesus Christus gerecht ist und der Herr Jesus Christus hat unsere Schuld aufgenommen für diejenigen, die das auch beanspruchen. Denn du siehst ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich, bin da.
Okay. Du siehst ja, dass der Herr sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Siehst du, wie heilig und gerecht er ist? Du brauchst also nicht 50 Millionen Mal zu beten, um irgendwie Gott zu gefallen oder zu fasten, dass du eventuell gerettet wirst oder sonstiges zu tun. Verstehst du? Der Glaube allein wird dich retten. Aber ein aus diesem Glauben heraus auch Werke bringen, so dass der Glaube komplett ist. Verstehst du? Das ist das. Ja. Amen. Amir Reza, Gott segne euch. Möge der Jesus Christus dich. Gott segne auch dich, mein Wundervoller. Dankeschön. Gott segne euch alle, an alle Christen. Bleibt standhaft. Lasst euch nicht durch falsche Argumente verleiten. Natürlich nicht. Könnt ihr mich hören, ihr Lieben? Ja. Ja, das ist das, ne? Wenn die Leute das nicht begreifen, dass der Jesus Christus gekommen ist, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und es ist ganz einfach. Gott macht es uns ja schon so einfach wie möglich, weil er uns ja so sehr liebt. Versteht ihr? Weil diese Liebe Gottes unserer Liebesvorstellung weit überschreitet, ne, was wir uns an Liebe vorstellen können, hat er weit überschritten und hat uns gezeigt, was Liebe bedeutet. Und diese Liebesaktion von ihm, ne, dass er die Form eines Menschen annahm, um für uns zu bezahlen, ist ja mit das Höchste, was man nur machen kann. Und diese Heiligkeit von ihm auch, ne? Wie heilig er ist. Er ist genau das Gegenteil von allen anderen sogenannten Göttern. Weil jemand, der sagt, ich liebe dich, muss das ja auch irgendwie beweisen können, ne? Weil was nützt das, wenn wir die ganze Zeit mit unseren Lippen bekennen, ja, ich liebe dich. Aber unsere Taten sprechen etwas anderes. Was ist das? Das ist doch keine Liebe. Aber der Einzige, der wirklich bewiesen hat, was Liebe ist und was es heißt zu lieben, ist der Herr Jesus Christus. So sieht's aus. Das ist unser heiliger und gerechter Gott Jesus Christus, der Mensch wurde, um für unsere Schuld zu bezahlen. Ich denke manchmal, dass ich so abgehakt drüber komme. Alles gut, okay. Ja, natürlich, man muss sich darüber Gedanken machen, ne? Dass da jemand ist, der uns so sehr liebt, dass er alles gegeben hat. Und da kommen wir nicht mal auf den Gedanken, zu ihm zu kommen und sagen, ja, okay, Herr, du hast für mich alles gegeben, Herr, hier, das ist das, was ich habe. Ich gebe dir auch mein Leben, Herr. Das ist das Kostbarste, was ich habe. Und der Jesus Christus sagt, wer um meinetwillen sein Leben lässt, der wird es gewinnen. Aber wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und viele sind nicht bereit, halt diesen Preis zu bezahlen, weil das Höchste, womit wir bezahlen können, ist unser Leben. Das Höchste, womit wir bezahlen können, ist unser Leben. Hallo? Ich höre nichts, hallo. Besser?
Mich? Ja, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ich bin hier gerade wieder irgendwo auf der Autobahn unterwegs und der Empfang ist ein bisschen schlecht. Ja, genau. Ja, das ist das Problem, dass die Menschen nicht wissen, dass ihr Verderben und ihr Ende kurz vor der Tür ist. Ebenso auch die Muslime, alle, die ganzen Buddhisten, die hier sind in Europa, die ganzen Atheisten, die ganzen Muslime, die wissen nicht, was sich da zusammenbraut gegen sie, dass sie dann ins Netz gehen und ins Verderben gehen. Und dass ihr Ende so nahe ist, Kannst das du ist mal so bitte die verrückt. eine Geschichte erzählen, wo du mit deinem Motorrad unterwegs warst? Wer da? Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Kannst du mal bitte die eine Geschichte erzählen, wo du mit dem Motorrad Richtung Kroatien warst und in die Herde, die Schafsherde da reingebrettert bist? Erzähl mal bitte. Ja, das war die letzte Aktion von dem Herrn als Zeichen, bevor er mich zu sich geholt hat. Ja, da war ich mit dem Genau, Motorrad erzähl mal unterwegs. bitte. Warte mal kurz, ich kriege einen Anruf. Sekunde. Das ist so heftig, was meinem Bruder passiert ist, ne? Absoluter Wahnsinn. Da verlangt er ein Zeichen vom Herrn und der Herr lässt nicht lange auf sich warten. Der Herr macht keine Ahnung, wie ich den Herrn Jesus Christus liebe, ne? Halleluja. Ganz genau, als ich um ein Zeichen gebeten habe, dass er auch sofort direkt sofort zur Stelle war, ne? Als ich gesagt habe, wie soll ich dich denn annehmen? Besser? So, ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich, erzähl. Ja, genau, da war ich halt noch als kleiner Hells Angel unterwegs. Jetzt bin ich großer Hells Angel am Motorrad. Als kleiner Hells Angel mit meinem Motorrad unterwegs. Ja, jedenfalls, es war Nacht, wir kamen von der Fähre runter in Kroatien. Und es war ja der ganze Konvoi. Vor mir waren halt 20, 30 Autos, hinter mir waren 20, 30 Autos. Ich war irgendwo mittendrin. Und wir fuhren ja alle halt hintereinander runter Richtung Zentrum. Und alles war dunkel, fast gar keine Lichter auf dieser Insel. Und da fuhr ich dann runter in diesem Konvoi und dann habe ich auf einmal so 500 Meter vor mir auf der linken Seite gesehen, dass da so eine Herde von Schafe war auf einmal nachts auf der Straße. Und dann kam mir in den Sinn, ja, Moment mal, was passiert, wenn die jetzt gleich rüberkommen, über die Straße gehen? Dann würden die Leute ja da reinrasen. Und bevor ich diesen Gedanken noch zu Ende gedacht habe, Amir, die haben die vorderen Autos alle durchgelassen, diese Herde. Und wo ich kam, auf einmal laufen die über die Straße. Und ich fahre dann, was weiß ich, mit 100, 120 km/h in die Herde rein. Ich fliege 10 Meter in die Luft. Und mein Quad fliegt also auch. Und das Schaf, wo ich auch, diese Schafe, wo ich in die reingefahren bin, zwei waren direkt tot. Und einer ist auch mit mir geflogen, 10 Meter. Der kam auf und ich kam auf dem Boden. Aber mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Muss man vorstellen, bei so einem Unfall, mir ist nichts passiert. Und das Schaf kam auch auf dem Boden an, wo ich zusammen mit dem Schaf auf dem Boden ankam. Da sein Gesicht war direkt vor meinem Gesicht, so aus dem Helm heraus konnte ich sein Gesicht direkt sehen, vor meinem Gesicht, das Lamm. Und in dem Moment lief das Blut so über das Stirn des Lammes runter. Vor meinem Gesicht. Ich muss mal vorstellen, das Lamm ist so geflogen mit mir, dass wir so aufkommen, dass das Gesicht des Lammes vor meinem Gesicht aufkam und so stehen geblieben ist. Und das Blut des Lammes lief so über die Stirn runter. Über sein Stirn. Das Lamm war weiß. Und auf einmal kamen solche Gedanken in meinen Kopf. Amir, das Lamm ist für mich geopfert worden, damit ich weiterlebe. Wie kann so ein Gedanke in meinen Kopf kommen bei so einem Unfall? Wie kann so ein Gedanke in meinen Kopf kommen? Das ist der Heilige Geist, der mir das in den Sinn gegeben hat. Und eine kurze Zeit später war ich beim Herrn Jesus Christus, da war ich wiedergeboren. Das war das letzte Zeichen, was der Herr mir gegeben hat, dass er als Lamm Gottes sich für mich geopfert hat. Und das Lamm ist ja gestorben. Vor meinen Augen ist er gestorben. Er hat seine letzten Atemzüge gemacht vor meinen Augen. Und das Blut
so wie dieses Blut des Herrn Jesus über die Stirn. Ihm diese Dornen. Ja, das war das letzte Zeichen. Ja. Der Herr hat mir sehr oft Zeichen gegeben, aber das war das letzte Zeichen, bevor er dann, wie gesagt, mich zu sich geholt hat. Das war ein mächtiges Zeichen. Das Lamm wurde für mich geopfert. Gepriesen sei der Herr Jesus. Vor allen Dingen, da waren ja wirklich vor mir 20 Autos, da sind die nicht über die Straße gegangen, die Herde. Die haben auf mich gewartet. Genau vor mir sind die rübergelaufen. Das ist hart vor. Dann kommen sie auch. Ja. Es ist halt mein starker Glaube und Liebe für Gott, für den Herrn Jesus Christus, der eben mir solche Zeichen gibt. Ich habe ja den Herrn Jesus Christus schon immer geliebt. Als das erste Mal, wo ich den gesehen habe auf dem Weg zur Schule in Iran, wo ich 6, 7 Jahre alt war, da war ja eine Kirche, ich weiß nicht, ob die Geschwister oder die Leute, die jetzt da drin sind, die Geschichte kennen. Da war ich 6, 7 Jahre alt und auf dem Weg zur Schule war ja eine Kirche und da war ja eben der gekreuzigte Christus vor der Kirche in Stein gemeißelt oder ne, als Statue. Und er hing da am Kreuz. Und dann der erste Gedanke, wo ich das gesehen habe, der Mann ist unschuldig, der da hängt. Woher kann denn ein Kind, 6, 7 Jahren, solch einen Gedanken im Kopf haben? Der Mann ist unschuldig. Das ist, weil ich seit Geburt für meinen Dienst vorbereitet wurde vom Herrn. Der Herr Jesus war die ganze Zeit, seit meiner Geburt um mich herum. Durch seinen Heiligen Geist. Ich war zwar nicht versehen mit dem Heiligen Geist, aber der Heilige Geist war ganz stark präsent um mich herum. Ja. Lessa. Ja. Erzähl mal den Leuten bitte, wo du an diesen Rezitationswettbewerben teilgenommen hast. Wenn du einer der Besten warst, dann rezitieren. Also, als Kind. Ja, Koran-Rezitation. Da war ich einer der Besten aus unserem ganzen Dingensbezirk. Ich habe ja mitgemacht bei diesen Teheran-Meisterschaften da. Ja, warte mal ganz kurz. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben, dass wir in einer muslimischen Familie geboren wurden und mein Vater dann halt mein Bruder dann in so einem Rezitationswettbewerb mitmachen hat lassen. Ne? Wahnsinn, ne? Und mein Bruder war richtiger. Ja, ich war richtiger Koransänger. Ich war richtig Mu'minun. Du warst ich war ein richtiger Muslim, guter Muslim, heftiger Muslim. Ja, ich habe Koran rezitiert und dann habe ich Koran gesungen und ein paar Stunden später habe ich Breakdance getanzt. Allah. Ja, du warst echt heftig, ne? Du warst wirklich, du hättest ein echter, heftiger Imam werden können, ne? Ja, sicher. Du wärst heute Imam Reza. Imam Reza, ja genau. Der heftigste Imam aus den schiitischen Dingen. Aber der Herr hatte andere Pläne mit mir. Kein Imam Reza. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen. Imam Rezas Karriere wurde beendet. Rezitatoren im Kindesalter. Die waren alle begeistert von meinem Bruder, wie gut er den Koran rezitieren konnte. Ja, Wahnsinn. Aber da siehst du, wie der Herr seine eigene Wege geht, ne? Ja. Ist unglaublich, wenn man zurückschaut auf sein Leben und dann sieht man eben die Zeichen, die der Herr einem so gegeben hat, durch das ganze Leben hindurch. Das ist großartig. Und man muss sich darüber bewusst werden, wenn Gott mit dir spricht. Deswegen heißt es ja auch in Jesaja 7, wo der Herr sagt, fordere von mir ein Zeichen. Und dann sagt dieser Heuchler-König da, ja nein, ich will den Gott nicht versuchen, indem ich ein Zeichen fordere von ihm. Da sagt der Herr, du sollst von mir ein Zeichen fordern und er sagt, nein. Und dann sagt der Herr, ah okay, weil du jetzt nicht ein Zeichen von mir forderst, werde ich es ein Zeichen geben. Siehe,
die Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Das ist mein Zeichen für euch. Ja. Ich werde jetzt euch ein Zeichen geben. Das heißt, wenn der Herr sagt, du sollst ein Zeichen von ihm fordern, dann kannst du das auch tun. Das ist in Ordnung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle meine muslimischen Brüder und ein Hallo an alle Nicht-Muslime. Salam. Nein, Amir kennt den Joke nicht. Wa alaikum. Wa alaikum. Das ist unfassbar, wie du es gehandelt hast. Um Gottes Segen auch an dich, Amir, und auch an deine Familie. Ich war die ganze Nacht live mit Ahmad Ex-Muslim. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja der beste Sunni-Slayer, den es gibt. Und jetzt sehe ich schon, wie die ganzen Sunni... Ahmad Ex-Muslim ist ja eine Person, die ja gerade nach vorne bricht, ne? Ja, und weißt du, wie die auch dagegen kämpfen, Bruder? Die posten das jetzt alles nach, die ganzen Livestreams. Der Livestream ist gerade erst zu Ende, direkt gibt es Videos davon und so. Dieser Kerl, der holt jetzt internationale Hilfe, schreiben sie. Ich finde das so heftig. Ich wollte fragen, Reza, du hast ja jetzt gerade gesagt, du warst ja so der Abu Breakdancer quasi. Hast ja auch so Latmia und so gesungen wahrscheinlich, oder? Was habe ich gesungen? Diese Latmias, diese in schiitischen Glauben. Ja, da war ich zu klein. Nein. Da war ich 6, 7 Jahre alt und da habe ich nur Koran-Rezitation gemacht. Aber da war ich auch schon. Aber da war ich auch direkt mehr interessiert an Breakdance als an Koran-Rezitation. Ey, ich finde das so verrückt. Ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil. Ich meine, ich sehe ja aus wie ihr und ich kann auch ab jetzt mittlerweile gut meine Kamera aufmachen, weil geleakt wurde ich ja auch. Die versuchen ja wirklich alles, um meine Stimme zu unterdrücken. Sie versuchen wirklich alles, um mich mundtot zu machen. Sie versuchen alles, um meinen Kanal irgendwie wegzukriegen. Die Leute sagen mir so, lösch doch einfach deinen Kanal, dann ist das schon alles gegessen, dann ist das alles geklärt. Ich sag, was ist denn los mit euch? Soll ich jetzt nicht mal mehr meine Meinung sagen dürfen oder was ist los mit euch? Jetzt mal ganz im Ernst, soll ich nicht das Wort des Herrn predigen dürfen? Soll ich nicht sagen dürfen, dass das, was ihr folgt, eine absolute Irrlehre ist? Aber ihr dürft nach Deutschland kommen und dasselbe hier sagen? Das ist ja Katastrophe, ist das. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, euch auch. Danke. Wie kannst du uns helfen? Wie kann Dr. Sheikh Abu Amir und sein Headset-Team dir helfen? Ihr müsst euch selbst helfen, Bruder. Euch muss geholfen werden. Ich bin hier mit der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, jeder Mensch, ich sage nicht die Christen, jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus ein Gott ist, der wird von Jesus selbst in Feuer geschmissen. Bin ich von überzeugt. Dann sagst du doch gerade Christen gerade. Du sagst, ich will keinen Christen sagen, aber dann sagst du, dass jeder Mensch, der glaubt, dass der Jesus Christus Gott ist, der wird in die Hölle geworfen. Sag mal, dann meinst du doch damit alles. Dann sind das die Christen, aber es gibt auch ein paar andere Leute, die dann glauben, die Nichtgläubige sagen, oh, ich glaube schon, dass der Jesus Gott ist. Dann sind das die Christen, die ich meine. Alle Christen kommen in die Hölle und das macht der Jesus selbst. Der wird nicht eigene Hände durchschmeißen, weil ein Mensch als Gott dargestellt wird. Warum sage ich das? Und ihr wisst, warum ich das sage. Du verwechselst gerade nicht Christen mit Christen. Das, was du gerade gehört hast, was du gerade erwähnt hast, das sind keine Christen. Die folgen nicht dem Herrn Jesus Christus, definitiv. Jeder, der sagt, auch die Gott, normalen Christen. Egal welche Christen. Der meint die normalen. Egal wer. Der meint normal, also uns, der meint uns auch. Also wenn wir sagen, der Herr Jesus ist Gott, dann begehen wir also sozusagen Götzendienst, weil Allah ist Gott und deswegen kommen wir in die Hölle. Das ist eine Interpretation, meint er. Schau mal, Jesus, dann erklärt mir einer bitte, warum ist der Adam 3500 Jahre, 14 Generationen älter wie Jesus? Was war in der Zeit gewesen von Adam bis Jesus? Wo der Jesus nicht da war. Wen hat der Adam geglaubt? Was war in der Zeit von Mohammed und Jesus? Was ist dazwischen passiert? Wieso hat Mohammed Allah sein Gott? Wieso hat Allah zugelassen, dass sich überhaupt der Herr Jesus Christus so weit verbreiten konnte, dass sich das Wort verbreiten konnte, dass wir akzeptieren konnten, dass der Herr Jesus Christus Gott ist? Weil Allah hat doch alles vorhergestellt. Ich möchte, dass ihr mir erklärt, bitte,
Was war in der Zeit, wo der Jesus nicht da war? Wer war da der Gott? Das lasse ich jetzt bitte Brüder beantworten, die mehr Wissen haben als ich über die Bibel, weil ich möchte nicht über die Bibel reden. Ja, ich würde gerne mal wissen, was passiert ist. Ich habe rausregissiert und weiß, dass 14 Generationen, circa 3500 Jahre später ist der Jesus gekommen. Was war in der Zeit? Das würde mich interessieren. Wer war da der Gott? Wer war der Gott von Maria? Von Jesus' Mutter? Der ich bin jetzt so weit, ich war ja noch nicht Mensch geworden. Ja. Der war ja als Gott ganz normal da. Der hat sich ja auch den Völkern gezeigt. Als er zum Beispiel sich dem Abraham gezeigt hat, da war er in Gestalt von einem Menschen auf die Erde gekommen. Seine Menschwerdung war noch nicht da, aber in Gestalt von einem Menschen hat er sich ja Abraham gezeigt, der Herr Jesus. Der war ja Gott. Und Gott hat ja, also Abraham hat ja Gott gesehen. Und das war der Herr Jesus. Deswegen sagt der Herr Jesus im Neuen Testament, bevor, und Abraham hat mich gesehen. Ach, Leute, das ist. Und dann sagen die Juden, wie kannst du denn Abraham gesehen haben, wo du denn noch nicht mal 50 Jahre alt bist? Und dann sagt der Herr Jesus, bevor Abraham existierte, überhaupt gab es mich. Ich bin hier, ich glaube, Abraham war. Johannes 8, 58. Genau, und dann hören die Juden heben Steine auf, um den Herrn Jesus zu steinigen. Und dann sagen die, wie kannst du, der du ein Mensch bist, dich zu Gott machen? Die Juden haben sofort verstanden, was der Herr Jesus da sagt. Dass das der Gott war, der Abraham erschienen ist. So sieht's aus. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist so meine Glaube. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja. Ich glaube sogar daran, dass der Jesus damit mitgewirkt hat, dass der zu Gott gewählt worden ist. Ich glaube, dass der das so irgendwie im Wege geleitet hat. Und ich glaube auch nicht daran, ehrlich nicht, dass er Jungfrau Marias Sohn ist. Ich glaube auch nicht daran. Ehrlich nicht. Das ist so meine eigene Gedanke. Ja, ich bin kein Moslem. Wenn du das in Frage stellst, dann bist du kein Moslem mehr. Ich bin ja, dann habe ich einen Gott gesagt. Salam alaikum. Der Name ist doch nicht. Salam alaikum, alaikum, salam, was weiß ich. Der Name ist Shalom, sagen wir mal. Der Name regelt das. Nein, du bist nicht. Ja, aber die Bibel sagt doch Salam alaikum. Ach so, ja, der ist kein Moslem, der hat das nur so Shalom, gesagt. Hier, dann sage ich Shalom, dann sage ich Guten Morgen, ist mir doch egal. Ich bin hier rein, sind paar Muslime da drin, habe ich das so gesagt. Mich kann keiner überzeugen, dass der Jesus Gott war. Ich gehe nicht zu weit bis Adam, ich bleibe bei Maria. Maria hat ihn bekommen, war sie 13, 14. Okay, die war Jungfrau, hat ihn bekommen. Ich will wissen, einen Monat bevor der Jesus geboren wird, hat die Maria gewusst, dass sein Sohn Gott ist? Oder hat die vorher an Gott geglaubt, oder wie soll man das verstehen? Der Engel Gabriel kam zu ihr und hat gesagt, das Kind, was in dir ist, ist vom Allerhöchsten. Verstehst du? Der Engel Gabriel hat ihr gesagt, was das war Kind, ein Jahr was in davor? Dir ist. Was war ein Jahr davor, bevor der Engel bei dir war? 3 Jahre vorher, wo die 12 war. Ich gehe nicht bis Adam. Adam ist 3500 Jahre älter als Maria. Ich gehe nur bei Maria. Was hat die da geglaubt? Ja, wo die klein war, Teenager oder der Vater von Maria? An wen hat sie geglaubt? Sie hat geglaubt an die Schriften. Leute, verarscht euch nicht selber, bitte. Bitte. Sie hat an die Schriften geglaubt, wo sie bitte, in Jesaja 9, Vers 5, da steht ja, dass der Kind uns geboren wird, ein Sohn wird uns gegeben und er ist der starke Gott. Dieses Kind, was geboren wird, ist Gott selbst, Bruder. Steht in Jesaja 9, 5. Lok Bibel ist 3000 Jahre alt, was war vor 4000 Jahren? Erzähl doch kein Märchen. Da steht du erzählst doch, Märchen. Mann. Bibel ist 3000 Jahre alt, was war vor 4, 5, 7, 8000 Jahre vorher? Da steht im Alten Testament. Nur Alte Testament sind 3000 Jahre alt. Nein, ach, das Alte Testament Bruder, und so weiter. Das ist doch 3000, 4000 Jahre alt. Die Menschen existieren seit Millionen Jahren, Mann. Nein, Mose. Wann hat Mose existiert? Das ist mir so. Ja, bei Altägypten über Mose, wer war denn Gott von Mose? Mose war viel vorher wie Jesus da. Der war vor Jesus da. Ja, und der hat geschrieben. So, wer war denn der Gott von Moses? Der dreieinige Gott, Yahweh, der in Jesus Christus Mensch wurde. Amen. Das ist menschliche Erfindung, glaub mir. Das ist menschliche Erfindung, wie das hier. Wie kann denn Jesaja 700 Jahre vor Jesus Christus prophezeien, dass ein Kind geboren wird, der ewige Gott ist. Und in Jesaja Kapitel 53, 700 Jahre vor Jesus Christus, prophezeit der Prophet Jesaja, dass der Messias kommen wird und durchbohrt wird,
wenn er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat? Wie kann denn der Jesaja 700 Jahre vorher sowas wissen? Leute, erzählt keinem, das ist Märchen. Es ist Märchen. Ein Märchenbuch, was sich 700 Jahre später genau sozusagen ereignet hat. Leute, bitte, bitte. Schau mal, der Bibel beschreibt, dass der Jesus kommen wird. Schau mal, ich gehe jetzt nicht weiter. Also, prophezeien wir auf einmal Märchen. Prophezeien wir eingetroffen. Yeah. Hör mal zu. Also, wenn man auf so einem Gespräch aufbaut, dann kann man ja alles zu dir sagen, du wirst nichts akzeptieren. Nichts. Yeah. Ich suche nach der Wahrheit, Bruder. Ich suche nach der Wahrheit. Ja, aber das schau ist mal. Doch die Suche. Das ist ja alles in Frage stellen. Du musst auch mal ein bisschen was akzeptieren. Ja, es ist für mich zu hoch, wenn das jemand, der geboren ist, so wie ich, auf die Welt gekommen, Baby, Geschwister, Kinder. Mein Bruder hat dir gerade erklärt, dass Jesaja schon vor 600-700 Jahren vorhergesagt hat, Prophet, ein echter Prophet, dass Gott selber geboren wird. Und dann sagst du auf einmal, ja, das ist ein Märchen, obwohl es wahr wurde in Jesus Christus. Schau mal, eigentlich war meine Frage gewesen, 3500 Jahre ist der Adam älter. Ja, und dann kommst du 700 Jahre vor Jesus, Mann. Das sind immer noch 2500 Jahre Unterschied. So, ich glaube schon, dass etwas existiert, das uns irgendwie Steuern tut. Ich bin mir davon überzeugt. Aber jetzt sag mir mal, ich gehe jetzt nicht so weit, ich gehe jetzt 100 Jahre. Vor 100 Jahren hat dein Vater als Christ geglaubt, dass der Jesus kommt. Jetzt glaubst du auch daran, dass der Jesus irgendwann kommt. Du bist tot, dann kommt der Nächste. Seit der Jesus existiert, glauben die Menschen, dass er kommt. Ja, wann kommt er? Kommt er dann irgendwann? Er wird kommen als Richter der Welt, aber vorher wird er erstmal seine Leute entrücken, bevor das Ende der Welt hier auf die Erde kommt. Also ist das so, dass die Menschen vom Gott gerichtet werden hier auf der Erde. Die Apokalypse, die Strafe Gottes für die sündige Menschheit, die wird jetzt kommen demnächst. Aber vorher wird der Herr Jesus uns von der Erde wegnehmen durch die Entrückung. Da musst du 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 bis 18 lesen. Das ist die Entrückung der Gemeinde. Der wird uns wegreißen von der Erde und der Rest der Menschheit, die nicht an ihn geglaubt hat, die kommt in diese schlimmste Phase, in diese Ende der Welt, die apokalyptischen Gerichte, und wird gerichtet werden. Und dann am Ende dieser apokalyptischen Gerichte, dann kommt er zurück als König der Welt, um diese Welt zu herrschen, über diese Welt zu herrschen. Das heißt, du kennst die Phase. Diese Märchen, nicht. Die du jetzt gerade erzählt hast, da glauben schon Leute seit 2000 Jahren. Ich glaube, dass das Märchen sind, die Bibel ist. Leider nichts passiert. Meinung kommt, nicht akzeptieren und respektieren. Ja, Frank, wenn du gerne in der Zeit zurückspringst, dann springen wir jetzt mal bitte zum Punkt vom Urknall zurück. Wer hat den Urknall erschaffen und wodurch ist dieser Urknall entstanden? Wenn du meinst, dass du so viel Ahnung hast von Wissenschaft und Co., dass das alles Märchen sind, dann beweise mir jetzt anhand deiner Wissenschaft, an die du ja glauben musst, zwangsweise. Also es macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, ich akzeptiere keine Theologie und du akzeptierst keine Wissenschaft. Dann beweise mir jetzt, wie der Urknall entstanden ist. Beweise es mir. Den Jesus und den Urknall hat der liebe Gott erschaffen. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass es etwas gibt. Und das ist der Gott und nicht der Jesus. Der Gott von Jesus und der Gott von Urknall. Alles, was auf dieser Erde existiert. Dass das nicht der Jesus ist. Woher weißt du, dass Jesus ist? Schau mal, wenn du zu mir sagst, Ich frag dich erstmal, wenn du mir sagen würdest, der Adam ist ja Gott, ich würde sofort Christ werden, weißt du warum? Adam ist Gott? Wenn du das sagen würdest, wenn das jetzt heißen würde, der Adam ist ja Gott, ich wäre sofort Christ. Aber nicht jemand, der 3500 Jahre später gekommen ist, das kann ich nicht akzeptieren, das geht nicht. Derjenige, der 3500 Jahre gekommen ist später, ist der, der vor Adam, der den Adam erschaffen hat. Das musst du verstehen. Und da ist der Knackpunkt. Da ist der Knackpunkt. Moment. Sehr gut gesagt. Und da ist der Knackpunkt. Da glaube ich schon daran. Es geht um die Ewigkeit. Da glaube ich schon daran, dass es der Gott gibt, der den Adam geschaffen hat. Aber ist nicht der Jesus. Das ist nicht der Jesus. Das ist meine menschliche Gedanke. Woher weißt du das? Es kann ich dir genau erklären. Und zwar, es gibt Sachen, die würde der liebe Gott niemals machen. Nach 2500 oder 3500 Jahre später einfach als Kind kommen, also als Mensch geboren werden und dann den Leuten versuchen, irgendwas zu erzählen. Das geht nicht. Das ist der